Hallo Leute, willkommen zurück hier auf unserem Channel 4Buttons. Ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit The Witcher 3. Und ich muss mich gerade erstmal ein bisschen zurechtfinden, denn ich habe ein paar Tage Pause gemacht hier mit Aufnehmen und habe festgestellt, dass die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, ja, im Eimer ist. Ich habe jetzt also einen alten Spielstand geladen und muss diese Aufnahme nochmal machen und weiß jetzt nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Wir sollen auf jeden Fall mit dem Auftraggeber hier, Kreischling, sprechen. Und ich überlege gerade, haben wir mit dem Weidler, haben wir das abgeschlossen? Ich guck mal eben ins Questlog. Ich hätte es natürlich auch in die Folge zuvor gucken können. Moment, nee. Habe ich jetzt aber eben auch nicht so drauf dran gedacht. Abgeschlossen. So, hier müsste jetzt eigentlich drinstehen, die mit dem Weidler. Wie hieß denn das? Wie hieß denn seine Quest? Das Ahnenfest. Okay. Haben wir tatsächlich abgeschlossen. Und wir können uns also auf den Weg machen. Nach Krähenfels müssen wir nochmal zurück. Und da dann eben mit dem Auftraggeber sprechen für den Kreischlingsauftrag. Und da bin ich mal gespannt, mit was für ein Vieh wir da wieder zu tun bekommen. Schlagen wir hier so einen Haken. Pass doch auf! Irgendeine Krankheit sucht mich heim. Sie heben sich gegen den finsteren Sturm. Ja, und wir warten ja immer noch auf den Patch. Auf den Patch 1.07. Es wurde gesagt, der soll für alle Plattformen kommen. Also gehe ich davon aus, dass für die PlayStation und die Xbox die 1.06 wahrscheinlich sogar übersprungen wird. Die PC-Version hat ja schon den Patch 1.06. Und die Konsolen sind immer noch auf 1.05. Und das wird ja ein großer Patch. Ich bin echt gespannt drauf. Wundert's dich? Sie haben versucht, hey, einem Hexer blöd zu kommen. Kann der überhaupt her? So, und dann habe ich heute... Hallo, was ist mit Plätzen los? Hallo! Was kommt jetzt? Was macht denn Plätze hier? Beweg dich! Hat irgendwie Zuckungen, das Pferd. Okay, sind wir hier schon mal am Auftraggeber angekommen. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Grüß dich. Ja? Ich hörte, ihr habt ein Problem? Ein Monster namens Kreischling? Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erliegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Ja, ich würde sagen, wir sprechen mal über die Belohnung. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. So, 235, 323 ist Maximum. Ja, wir wollen ihn nicht überstrapazieren. Wir sagen mal 270. Das hier kann ich wohl drauflegen. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Ja, super. Dann nehmen wir den Auftrag mal an. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Orseus Sohn Simko vielleicht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen, aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Ja, da gucken wir mal. Alles Schläger, Plünderer, Hurensohn. Scheint hinterm Haus zu sein. Wenn es also kein Blitzschlag war, Gänsefuß probieren. Und da ist er auch schon. Simko.
Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Geh, sag ich. Ja, dann... wir wollen seinen Vater rächen, würde ich sagen. Ich will deinen Vater rächen. Aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit Eidechsenschwanz. Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Ruhig. Ruhig. Pass auf dich auf. Ja, haben wir ihn mit Axi nochmal ein bisschen beruhigt. Und wir sollen den Schauplatz des Monsterangriffs mit Hilfe der Hexersinne untersuchen. Dazu bauen wir erstmal Plötze. Vielleicht, ich guck mal kurz ins Inventar. Zum Verkaufen haben wir jetzt hier an Waffen jetzt nichts Großartiges, würde ich sagen. Aber wir könnten trotzdem nochmal eben schnell auf unser Pferd. Wo ist er plötzlich jetzt? Da. Schneller. So, eben zum Schmied und zum Schleifstein. Also gut, gib mir. So, erstmal zum Schmied. Langsam. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Gut, schauen wir kurz mal rein. Was hat er da? Der hat was Neues, sehe ich gerade. Gesellen-Rüstungsreparaturset. Aber ja, Rüstungsreparaturset brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, das ist nichts Spannendes. Also gehen wir mal auf Handwerk und Reparieren. Oh, da ist alles gut. Ja, umso besser. Leb wohl. Also gehen wir eben mal kurz hier zum Schleifstein. Wenn wir dann schon mal hier sind, kann man das ja mal machen. Beweg dich! So. Ja, und dann werden wir uns mal den Schauplatz da angucken. Und ja, ich war vorhin ja irgendwas am Erzählen. Achso, ja, ich habe vorhin gerade gelesen über die, also irgendwie ist plötzlich sehr störrisch hier heute. Sehr merkwürdig. Ja, zu weit. Das ist mir neu, dass Plötze das macht. Wenn ich hier lenke. Das hat Plötze sonst nicht gemacht. Sehr merkwürdig. Egal. Was habe ich gelesen? Ah ja, über die Erweiterung habe ich gelesen. Und das ist ja einmal irgendwie Spielzeit 10 Stunden, die andere Erweiterung 20 Stunden. Was wohl so hauptsächlich die Hauptaufgabe wohl, die Hauptaufgaben angeht. Und die Entwickler meinen wohl, dass es von der Spielzeit her tatsächlich an The Witcher 2 heranreichen soll. Und vielleicht sogar übertreffen, aber da wollte sich der Entwickler jetzt nicht so festlegen. Das kommt natürlich auch eben dann auch auf die Spielweise drauf an. Auf jeden Fall werden wir da im Oktober soll das erste kommen. Und dann im Frühjahr das zweite, im Frühjahr 2016. Und ich bin echt gespannt drauf.
Nicht so schnell, Plätze. So, und hier sind wir, glaube ich, auch schon angekommen. Und ich würde sagen, ich speichere mal eben. So sicherheitshalber. Wer weiß, was uns hier erwartet. So. Absteigen wollte ich. Und dann wollten wir mal auf Spurensuche gehen. Da ist irgendwo was. Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Okay. Hier liegt auch was. Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Das ist wahrscheinlich der Hund, von dem der Junge gesprochen hatte. Wir gucken uns nochmal weiter um. Ob hier irgendwo auch die Leiche von dem Vater liegt. Ich weiß es nicht. Oder haben sie die begraben? Ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hatte. Auf jeden Fall, je genauer wir uns umschauen, desto besser wissen wir Bescheid nachher. Blut. Monsterblut. Okay, ich glaube, wir sind dem Vieh schon auf der Spur. Das Ding ist ja, ich hätte gern noch irgendwas gefunden, woran wir vielleicht festmachen könnten, was da auf uns wartet. Das scheint mir jetzt nicht da. Naja, wir suchen mal hier weiter. Ja, sind wieder die Spuren. Und die führen hier hoch. Okay. Was haben wir da oben für ein Haus? Gucken wir uns vielleicht später an. Cool wäre, wenn man sich auf der Map so Orte markieren könnte. Hier sollen wir wieder untersuchen. Na, hätte ich jetzt gern gemacht, aber so jetzt. Die Spuren führen zur Höhle. Eine Gorgo. Eine Gorgo. An die Gorgo erinnere ich mich gut. Ich habe mal eine bekämpft. Und zwar bei The Witcher 1. Das war aber nur eine kleine. Ich weiß nicht, ich glaube, da gab es später noch andere. Aber ich erinnere mich am ehesten an die Gorgo, als wir in Buzima ankamen. Da wurden wir nämlich erstmal ins Gefängnis gesteckt. Und haben irgendwie die Möglichkeit bekommen zu fliehen, wenn wir, oder zumindest freigelassen zu werden, wenn wir die Gorgo töten. Und da haben wir nämlich gemeinsam mit dem Siegfried, ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt noch hieß, Siegfried vom Orden der Flammenden Rose oder so, mit denen haben wir dann, ich bin irgendwie falsch hier, da ist die Hülle, die Gorgo erlegt. Das war allerdings, wie gesagt, nur eine kleine. Und ich glaube, das Vieh kann fliegen. Okay, es ist duster. Ich will nicht ständig immer eine Katze nehmen, ey. Wir könnten ja mal eben die Fackel benutzen. Das Geräusch kommt von da oben. Von da oben ist gut. Was haben wir denn hier alles? Floren. Noch mehr Floren. Und noch welche. Ja, damit können wir natürlich momentan nicht viel anfangen. Wir müssen das Geld tauschen. Und da fällt mir auch gerade ein, ey. Ich sage ja immer, wir sind total knapp mit Geld, ne? Wir haben, glaube ich, im Inventar haufenweise Floren und Kronen. Wo können wir das sehen? Ich glaube, unter andere Gegenstände. Guck mal, wir haben jetzt 238 Floren und 179 Ohren. Und ich weiß nicht, ob die in welchem Verhältnis die getauscht werden. Ach, steht da. Wir würden für diese 238 Floren möglicherweise 714 bekommen. Ich weiß es nicht.
Die Ohren werden wohl 1:1 getauscht. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Aber jetzt müssen wir hier... Er sagt ja irgendwas von da oben. Da oben offenbar. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Treibt das Monster mit Hilfe einer Bombe wie Samum, Kartätschen oder tanzenden Sternen aus seinem Versteck. So, es hat natürlich seinen Grund, warum ich die Katze jetzt noch nicht angewendet habe. Denn bis hierher habe ich tatsächlich schon mal gespielt und ich weiß... Ah, hier werdet ihr es gleich sehen, nicht witzig verraten. Ne, Waffe wollte ich nicht ziehen, ich wollte hier so eine Kartätsche werfen. Und zwar da hoch. Was? Ich wollte zielen damit. So, da oben hin. Verdammt, es ist nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Ich muss es aufspüren, bevor es entwischt. Genau, durch einen anderen Ausgang, sagt er jetzt. Also nicht durch den, sondern... Wobei, da habe ich doch gerade was gesehen. Das sieht so aus, als könnte es das Vieh sein. Diesmal wird es nicht entkommen. Okay, dann werden wir dem Vieh mal folgen. Achso, eine Gorgo. Eine Gorgo. Wir gucken jetzt mal, ob wir den Bestariumseintrag haben. Bestien, Drakonide, Gorgos. So. Kartätsche, ja. Wirksam im Kampf. Drakonidenöl. Gucken wir gleich mal, was haben. Und das Artzeichen. So. Inventar. Ich glaube, das haben wir gar nicht, das Drakonidenöl. Geisteröl, Nekrophagenöl, Verfluchtenöl, Gifte erhängten, Bestienöl, Hybridenöl und Konstruktöl. Ja, scheiße. Und können wir es denn herstellen, das Drakonidenöl? Tränke. Ne, Öl wollte ich. So. Zutaten fehlen, ja, Scheibenhonig. Haben wir da? Mutterkornsamen. Da bräuchten wir 4 Stück, haben wir nicht. Das ist natürlich blöd. Wir haben jetzt natürlich auch schon die Kartätschen verbraten, deshalb probiere ich mal, ob wir noch eben meditieren können. Ja, das geht. So, dann suchen wir uns mal das Vieh. Das Artzeichen hat man gesagt. Wobei ich erstmal beim Schutzschild bleiben will. Und wir sollten vielleicht mal... Ja, was? Willst du landen oder nicht? Ja, da haben wir schon den ersten verblättet gekriegt. Oh, Gerald! Das kann eine Weile dauern, habe ich das Gefühl. Verdammt, bist du heftig. Man sollte natürlich auch treffen. Ja, das mit dem Quenzzeichen funktioniert gut. Das ist schon mal... Okay, jetzt ist er weg. Oh, nein, er kommt direkt wieder. Ich weiß nicht, ob wir ihn erwischt haben gerade. Der kräht auch wie ein Gockel. Okay, jetzt müssen wir weg. Mistvieh. Könnt natürlich mal eben hier so eine... Ja, das ist natürlich genau im richtigen Augenblick. Komm, lande doch nochmal.
Das hat sich gelohnt. Ja, Kartätsche haben wir nicht mehr. Haben wir verbraten. Oh, Geralt. So, wir machen dem Ganzen jetzt ein Ende hier. Und da haben wir den Kreischling erlegt. Nimm mal eine Trophäe vom Kreischling, machen wir. So, Monsterhirn, Monsterfeder, Gorgomagen. Lecker. Gorgo-Ei. Gorgomutagen, Zwergenbeil, Tabakspfeife, ein Schädel und die Trophäe. Ja, das hätten wir. Und dann können wir uns zurück nach Krähenfels begeben und unsere Belohnung abholen. Das ging ja jetzt doch besser als erwartet. Den Kampf habe ich übrigens nicht vorher gemacht schon. Jetzt bin ich irgendwie hier. Also ist im Grunde genommen ab jetzt auch für mich wieder alles neu. Haben wir ein Monsternest, wenn ich das richtig sehe. Da bist du hässlich. Schauen wir uns mal das Monsternest an. Hallo. Na, meine Freunde. Die sind irgendwie sehr flink. Und es sind halt viele. Und schwer zu fassen, finde ich. So, den ersten haben wir. Ey, der kam von hinten. Schweinebacke. Komm, einer noch. So, Hammer. Jetzt sollten wir das Nest kaputt machen können. Da. Ne, das aufnehmen. Das Nest, wo ist das Nest? Ach, ich bin ja ganz anders, da ist das Nest. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, da kommt bestimmt wieder irgendein Vieh raus. Diesmal nicht. Okay, auch gut. Rubin und Asche, was haben wir hier noch? Ghoulblut, Aalghoul, Knochenmark, goldener Rubinring, durchdrungene Scherbe und Monsterknochen. So, da ist noch einer. Ja, dann können wir weiter. Na sowas. Hat er jetzt auch fast ins Auge gegangen.
So, 22.48 Uhr haben wir es. Am meisten freue ich mich auf jeden Fall, wenn der Patch kommt auf die Kiste. Dass wir unsere Sachen endlich einlagern können. Und ja, dann eben halt Relikte oder so behalten können. War der Weg eben auch so weit? Hallo, Pferd. Wir müssen die Pferde tränken. Was? Hier hat sich was verändert. So ist's gut. Ich glaube, die stehen jetzt zu dritt hier. Und die haben tatsächlich was anderes gesagt gerade. Sonst haben die sich ja die ganze Zeit immer über den Vorfall unterhalten, am Scheideweg. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Aber es sind immer noch Männer des Barons. Grüß dich. Ja? Der Kreischling macht euch keinen Ärger mehr. Danke, Meister Hexer. Deine Belohnung. Viel ist es nicht. Aber wie sagt man, wer den Pfennig nicht ehrt? Alter Schwede, wir könnten jetzt... Ja, das ist wieder so eine Sache, ja. Hexer haben keine Gefühle. Verdammte Scheiße, ey. Ah, Mann. Ach, leck mich am Arsch. Ja, und dann jammere ich wieder rum, wenn ich keine Kohle habe, ne? Behalt das Geld. Du hast eine Waise aufgenommen und brauchst es dringender. Und da heißt es, Hexer wären gefühllos und unmenschlich. Also, ich danke dir von ganzem Herzen. Geil. Und ich fühle mich richtig gut gerade. Das war toll. Hat mir ein kleines Tränchen gerade, muss ich mir rausdrücken hier. Ah. Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die... Hupsa. Ja, das war doch nett. Das war doch schön. Habe ich gleich Plötze vergessen. Was machen wir jetzt überhaupt? Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Was faselst du da? Nix. Könnte mal anquatschen. Na. Ja. Hä? Ja. Du bist bleich wie Milch. Gut, wir gucken mal. Wir haben schon wieder Levelaufstieg gehabt hier. Wir sind jetzt Stufe 12. Und ja, wir müssen eigentlich langsam mal nach Novigrad, wegen Stufe 10. Also irgendwie ist das alles sehr... Das ist echt schwierig, die Quest so mitzunehmen, dass es zur Stufe passt, finde ich. Das ist echt schwierig. Das ist grün, das ist rot. Und das ist grau, würde ich sagen. Gewinne Olivers einzige Karte. Spiele gegen Wirte. Also wir müssen aber nochmal zu dem Wirt am Scheideweg. Und, oder Olivier heißt er wohl. Wo ist Olivier? Wo finden wir den? Wahrscheinlich erfahren wir das, wenn wir den am Scheideweg da haben. Was haben wir noch für Hexeraufträge? Stufe 12.
Haben wir für Schatzsuche noch? Ja, das ist immer noch die Schatzsuche aus Weißgarten. Stufe 17, Katzenschulenrüstung. Ja, eigentlich müssten wir tatsächlich... Wir müssten eigentlich nach Novigrad. Können natürlich auch diese Schreine erstmal noch suchen. Und fliegende Fäuste. Besiege Fischfresser. Besiege den Schmied. Ich würde sagen, wir machen diese beiden Dinge in der nächsten Folge. Sofern wir es in einer Folge unterbekommen, weiß ich nicht genau. Ich weiß auch gar nicht, was das für Wege sind und so. Da gucken wir dann. Und wenn wir das haben, werden wir denke ich, nach Novigrad aufmachen. Denn das sind ja alles hier, was ist das hier? Die Wahrheit steht in den Sternen. Besuche den Wahrsager. Tief in den sumpfigen Wäldern von Wehen stand am Straßenrand ein Altar zu Ehren einer längst vergessenen Gottheit. Dort traf Geralt auf einen alten, halbsenilen Mann, der behauptete, die Zukunft voraussagen zu können und dies auch tun würde, gegen ein geringes Entgelt. Vielleicht nicht uninteressant. Aber wir werden auf jeden Fall nicht mehr allzu viel machen, würde ich sagen, bevor wir nach Novigrad gehen. Ich denke, 2-3 Folgen maximal und dann sind wir in Novigrad. Schauen wir mal. Für diese Folge sind wir auf jeden Fall erstmal fertig. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wenn euch interessiert, wie es weitergeht, dann schaltet doch einfach beim nächsten Mal wieder ein. Und lasst bitte einen Daumen hoch da, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis dahin. Ciao, ciao.